Zu seiner Zeit war es, wo mal in einem abgelegenen Bergdorf eine einsame Frau in ihren besten Jahren gelebt hat. Und jeden Tag ist sie aufs Feld und hat ihre schwere Arbeit verrichtet. Wo sie eines Tages wieder mal auf dem Feld war, da geht ihr ein Gedanke durch den Kopf, ein Gefühl durch das Herz und ein paar Worte kommen über ihre Lippen. Wenn doch nur mal ein Mann käme und mich wieder freie. Es könntest gerade du sein, du Vogelscheuche auf meinem Feld. Und ob ihr es glaubt oder nicht, von dem Tag an ist nicht nur bei Vollmond oder bei Leermond, auch in jeder anderen Nacht ein Mann zu dieser Frau in die Hütte gekommen und hat sich neben sie gelegt. Am Morgen hat er sich wieder angelegt, ist durch die Türen raus und in der Weite verschwunden. Sie fragen ihn, woher kommst du? In dem Punkt hat der Mann aber geschwiegen. Weil er immer mit Pfeil und Bogen kam, hat sie gedacht, das sei womöglich ein Samurai aus einer der umliegenden Burgen. Ja, und wie sie ihn aber bittet und bettet hat, bei dieser Frage ist er still und stumm geblieben. Irgendwann hat sie dann mal zu einer List gegriffen. Und am Morgen, er hat sich gerade angelegt gehabt, da nimmt sie einen Faden und bindet ihn im Hinnen ans Gewand. Ja, dann war sie dann ein Licht, dem Faden nachzuschauen, wohin das der sie führt. Was denkt ihr? Wohin hat der Faden sie geführt? Echt, in eine der umliegenden Burgen, zu einem edlen Samurai. Weit gefehlt. Der Faden hat sie genau aufs Feld zu ihrer Vogelscheuche geführt.